Egal. Wir machen jetzt hier. Wir gucken jetzt Quitch-Clips. Romani. Oh. Aber ohne Lazy Nizumi. Schaut doch Twitch Clips Germany, da wird der Humor angebaut wie hier das Getreide. Folge auf Instagram. Da nein. Gibt es Regeln. Nein, hör auf mit deiner Werbung! Gibt's ein nicht! Nein! Ein Shiny Pantimi, Mimi. Das hole ich mir aber instant. Let's go! Warte, sind das. Das sind zwei Shinies gleichzeitig? Was? Das sind zwei Shinies gleichzeitig? Also ich habe das ja nicht selber gespielt, aber sobald ich. Also soweit ich weiß, sind Shinies ja was ganz Feines, Seltenes. Warte mal, ist da nicht noch ein leuchtendes? Ist da nicht auch. Ist das auch eins? Nee. Ach, ich habe keine Ahnung. Shinies gleichzeitig? Weißt, da übersteuert doch niemand. Wer übersteuert denn da? Gleichzeitig? Was? Das sind zwei Shinies gleichzeitig? Sorry. Wie schnell man einen Schwanz bekommt, dass er hochsteigt. Einfach die Katze am Arsch küssen. Fertig. Sehr gut. Und jetzt die zweite Sache auf der Liste. Du weißt schon, die mit dem Wäschewaschen und Spülmaschine ausräumen und das Fenster putzen und das Ding da an die Krankenkasse schütten und das Ding da mit dem Auto reparieren, gucken, warum die Leuchte vom Fahrrad immer komischer wird und die Haustüre nachjustieren, weil die seit dem Winter verzogen ist wie das Nachbarskind. Ich geh mal Suizid begehen. Oh Mann, und ich schon wieder den Millennial Way of Life. So eine Ausbildung als Gewissen lohnt sich wirklich nicht. Oh, hey, du bist so geil. Was zum? Verdammte Scheiße. Wo kam der denn her? Der müht immer wieder das Gleiche, Mann. Nee. Oh, wenn ich bin drin. Kommt, ist geil. Ich bin drin, Leute. Das ist da nur 5 Subs wert. Nee, ist wirklich so. Es ist wirklich so. Warte, wie? Bist du einfach... Hast du nicht gedownloadet? Nee, muss ich nicht. Was ist das denn? Ach Mann, sind das Schweine. Ach Mann. Nee, war nur ein Video von gestern. Hast du gerade nicht gemacht? Ein Arschgesicht. Ah, das hat Gimpy so verdient. Ja, bis auf, also wie gesagt, Mädels. Das ist lustig wegen den 30 Kilometer langen Warteschlangen, nehme ich an, oder? Nicht böse sein, die Lecks, da kann ich natürlich nichts dran machen. Das liegt ja am Netz. So. Aber die Crashes, hoffe ich, sind vorbei. Guck mal her. Zitz, Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich bin unterwegs. Guck mal hier. Guck mal, weißt du, was das ist? Das ist ein Armband. Der übelste Verlierer in so einem 12-jährigen Schwimmverein. Das war überhaupt nicht abzusehen. Das konnte er überhaupt nicht wissen, dass das passiert. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Smart. Das war smart. 2, 1, halt dich bereit mit Wasser vor. Gehen wir raus oder rein? Wir bleiben draußen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Halt dich bereit. Oh shit. Nein, nicht mit Wasser an, mach nicht das Wasser an. Dann mach doch aus, dann machst du wieder aus. Mach zu, mach dir Wasser an. Der läuft noch. Mach zu. Das ist ja die Kompetenz in Personen, wenn nicht sogar in 2 Personen. Also, da steht für jeden Sub ein Böller. Dann zündet er einen Böller an und die erste Reaktion ist direkt mit einem laufenden Gartenschlauch anzukommen.
in, ich weiß nicht, ob das eine Garage ist oder seine Bude, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall gutes Format. Mach zu! Ich würde es gucken, aber auch nur, wenn da was auch ab und zu anbrennt. Das war zu nah. Das war viel zu nah. Nicht mehr. Da seht ihr. Sehr bequem. Draw me like one of your French girls. Das gehört dazu, dass wir irgendwann ja vielleicht auch ein Jahresbest-of von den ganzen Sachen oder ein Quartalsbest-of oder sowas machen sollte, ne? Und dann haben wir das alles auf einem einzigen Fleck und ich kann Cuttermensch einfach nur mit irgendwelchen Links zuschmeißen. Das ist immer gut, weil das bedeutet weniger Arbeit für mich und dann kann ich irgendwann endlich annehmen, Sport zu machen. Nächster Clip von Zillleicht. Umdrehen zum Brechen. Aua! Pookie, meine Fingernägel. Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Oh mein Gott. Oh. Zürich in NRW? Ist Zürich in NRW, Chat? Hilfe, Hilfe. Ich möchte hier nicht so auffliegen. Ganz ruhig. In der Schweiz. Oh. Ach ja, stimmt. Warte, was? Habe ich vielleicht am Anfang nicht... Warte, ich muss kurz rausfinden, warum das lustig war. Ich habe am Anfang vielleicht nicht gut zugehört. Ist Zürich in NRW-Chat? Ach, Zürich! Das kam... Das ja. Zürich ist in NRW, ja. Ja. Das weiß man. Ich hatte keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Komm mal hier zu dem Typen jetzt. Ja, ich probiere runterzukommen. Parkour! AFK, weil jeder Interesse ist immer schwierig. Kannst du mich bitte aufheben? Ah, Parkour! Was hast du gesagt, Getty? Warte, da war was. Links von uns. Ich hab's gehört. One on. Oh. Oh nein! Also ich würde auf jeden Fall, also was in der Situation, ich als Profi würde an dieser Stelle natürlich behaupten, dass da jetzt wir von hinten angegriffen worden sind und ein fieser Heckenschütze einen gut platzierten Kopfschuss platziert hat. Wichtig, man darf das nur nicht zugeben. Lass mal EFT spielen. Könnte man theoretisch mal reingucken, ja? Ja, ja. Mein Arm ist kaputt. Was soll da schon schief gehen? Orangensaft, sagst du, das war der Inselsong oder nein? Die Ente ist 31 Jahre alt. Ich bin das Tüdelmaus Alfred. Soll los. Nobby kann nicht schreiben. Ha. Haben wir. Junge, nein. Ey, du? Ich habe ganz schön fette Beinhaare. Ich sehe aus wie ein Jack. Der stimmt überhaupt gar nicht. Geh weg. Willst du mein Freund sein? Das ist ein gekochtes. Das hast du doch bei Hand auch schon tausendmal gemacht. Was denn? Friendly Fire auf Feinde geschoben. Natürlich, ja. Das ist auch die einzig professionelle Lösung in dem Moment. Chat, kleine Info. Wenn mich demnächst einer von euch anmachen will. Es war noch nie so easy, wie wenn ich diesen Pulli trage. Dankeschön, Wolke. Wie kannst du immer so toll aussehen? Das nennt sich Make-up, gutes Licht und Schokoladenseite. Schau mir jetzt mal die andere Seite meines Gesichts an. Witz. Und jetzt die andere. Schokoseite, Pferdeseite. Oh, kann ich bestätigen. Also als wir bei Jen waren, ich saß zum Glück
rechts neben ihr, zum Glück. Sonst hätte ich das gar nicht, sonst hätte ich das gar nicht ertragen. Gar nicht. Das, Ja, aber da seht ihr mal, mit was für Tricks ihr da geblendet werdet. Quasi. Ne? Ist alles nur Lug und Trug und Schein. Ja. Die Wahrheit ist ganz anders. Ist bei mir ja auch so. Ich meine, guckt mal. Und jetzt, Achtung. Ja. Ist so. Dankeschön, Chaosprinz, für 15 Monate. So weiter geht das. Wow. Das hat weniger Druck drauf als so ein 80-Jähriger. Dann überhaupt gar kein Problem. Deswegen natürlich hier Schmerz unter den Umständen ist was, was ich nicht geübt habe auch oder was ich nicht, wo ich wenig Erfahrung habe mit der. Oh Gott. Alles im Gesicht gleich. Was ist passiert? Ja, da steht doch nichts drauf. Oder ist das nur der Winkel? Hoch. Warum sind denn da so viele Szene-Emotes im Chat? Ich dachte, wir machen vielleicht ein Hörspiel draus. Ich meine, Twitch-Clips gucken könnt ihr auch selber ohne mich. Oder bei anderen Leuten. Aber bei mir gibt's das als Hörspiel. So. Okay. Dann alles nochmal von vorne. Oh, Mann, ey. Dann halt mit Bild, wenn ihr drauf besteht. Komm, das ist doch mit nur Ton genauso lustig. Das hat weniger Druck drauf als so ein 80-Jähriger. Dann überhaupt gar kein Problem. Deswegen natürlich hier Schmerz unter den Umständen ist was, was ich nicht geübt habe auch oder was ich nicht, wo ich wenig Erfahrung habe mit der. Oh Gott. Alles im Gesicht gleich. Was ist passiert? Ja, da steht doch nichts drauf. Oder ist das nur der Winkel? Es ist alles. Jeder Knopf macht dasselbe. Oh, bist du. Geht noch. Reiß dich zusammen, kotz nicht im Seitenteil. Oh, bist du schlecht. Was, der liegt da hinten drauf? Jetzt sollte dir schlecht genug sein. Chat, mich hebt's gerade wirklich. Ich hab mal gerade was so richtig Ekles vorgestellt. Leg auch aufspannen, bis du draußen bist. Ich muss, raus jetzt. Ich muss kurz den Kopf aussteigen. Entweder war das sehr, sehr gut gespielt. Oh, den kenne ich. Oder. Nun. Den musst du umlegen. Es ist mein Sohn, entschuldige mal bitte. Achso, den Hebel. Where are you? Nochmal. Where are you? Ach, warte mal, war mein Bild gerade auch da unten? Oh, ich bin da unten. Ich bin ja doppelt da unten. Schön, ich bin direkt hinter dem Kotzemann. Warte, hier, jetzt mache ich mal den Jetzt-Schagges aus. Oh. Den musst du umlegen. Es ist mein Sohn, entschuldige mal bitte. Achso, den Hebel. Where are you? The Ghost Hunter Book. So ein Phasmo-Klon nehme ich an. 39 cm, ist das wenig? Ja, ich weiß nicht, ob
Also mich befriedigen 30 cm meistens nicht, muss ich sagen. Ein Käse ist nicht so schlimm. Das war ein Gespräch über Pizza. Bin ich das, der Einblendung so entnehmen kann? Weil Käse hat nicht mehr so viel Laktose. Aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Ich habe gepupst, leise. Okay, leise. Sehr, 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 sehr leise. Das war das Ding, wo ihr in den Nachrichten gesehen habt, dass in Wilhelmshaven auf der Richterskala ein Beben mit der Stärke 4,3 aufgezeichnet wurde. Hektisch. Ja? Entschuldigung. Was ist denn das für ein Spiel? Und vielleicht auch einige, die mich jetzt so nicht kennen. Ich bin der Kobelius, ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte tatsächlich. Und schwanger. Aber ich muss das echt ein bisschen, Heißherdplatte! Aua! Alter, ist die heiß noch! Kerze? Was sind die Herdplatten so an sich? Hallo! 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 Okay, jetzt werde ich wahnsinnig. Sagt bitte, ihr habt das jetzt auch gehört. Junge. Hi, Baumfäller Joe. Hi. Was? Das war jetzt sehr unangenehm. Baumfäller Joe, is it you? Und dann auf einmal so... Und jetzt mache ich Kaki. Und Pipo ist einfach fucking lebensmüde. Der stellt sich so an den Bordstein, an den Rand der Straße, streckt sein Gesäß dem Boden entgegen und kackt wie ein Weltmeister. Mit der Nase im Wind, während ein LKW vorbeifährt und Pipo sich denkt, wow, das war ja schon eine frische Brise. Und kackt einfach weiter. Was ist mit diesem Hund? Der ist einfach in Lebensgefahr. Also Hunde sind sehr professionell im Kacken. Ich glaube, der Hund hat ja schon gut gewusst, was er da tut. Das ist ja auch, ich meine, es ist ja auch hygienisch, wenn du quasi kackst direkt an der Straße, so, das so timest, dass der LKW vorbeirauscht und der Fahrtwind quasi den Kot von deinem Po in die Ferne bläst. Das ist wie spülen, quasi. Ja. Guter Hund. Muss ich lang, okay. Oh mein Gott! El Poppy. Wir zwei beide, wir haben jetzt hier ein Duell. Was machst du denn hier? Das geht nicht, das ist ein Nachmittagsprogramm hier auf Twitch. Da kann man nicht so was machen. Schmusen will er gerade nicht, nee. Ich hab euch gesagt, wenn einer von euch den Propeller macht, dann sperrt's die Tür zu. Ihr könnt's nicht im Stream den Propeller machen, Chat. Ich hab euch verboten. Ich hab's euch verboten. Das sieht aber wirklich... Es, So kann das bleiben. Einfach die Schüssel mit verrühren. Das geht. Einfach unterrühren mal alles, die Schüssel. Dass es mal irgendwie Happy Ends gibt. Ist aber auch wirklich anstrengend. Du gehst zum Physiotherapeuten. Jedes Mal holt er dir einen runter. Ja. Du denkst schon immer so, Mann, ich muss los, Markus. Aber nee. Ja, na, Markus hört einfach nicht auf. Ist auch egal, ob das mein Schwager ist. Das muss noch. Dankeschön, Gasul, für 49 Monate. What the fuck war das? Spike down, mid. Heck. One enemy remaining. Was ist das für ein Name? Das war ein Accident-Click. Ein Accident-Click.
guck mal. Okay. Habt ihr das früher auch immer gemacht? Und wenn nicht, dann komme ich mir jetzt richtig dumm vor. Hat noch nie jemand vor ihr gemacht, sollte sie sich mal richtig doof vorkommen. Er macht das sogar mit Dosen. Hier übrig lassen, ne? Damit ich da immer auch schnappen kann. Wer schreit denn jetzt schon wieder so da rum? Meine Güte. Was hat er denn da an? Das kenne ich doch irgendwoher. Guten Morgen, Leonidas. Gestalten. Aber das machen wir nicht mit unserem guten Auto. Also ohne Scheiß, Mechanik-Skill müssen wir uns mal angucken, ne? Wir müssen nach dem Trip hier mal schauen, wie die Kondition von unserem Auto ist. Auch ein sehr schöner Schnitt. What the fuck, Alter? Wieso macht das Tier das und wieso ist es nackt? Weiß nicht, was mich mehr verstört. Der Tanz? Der Katzenangriff? Oder die Haarlosigkeit? Das ist übel. Oh, einfach weiter dancen. Das ist ein kleiner Teller mit einer Apfeltasche drauf. Oh. Ha, doppelte Schlag. Doppelte Breitseite. Was hat sie denn da auf dem Kopf? Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Oh, ich habe was im Auge. Oh, wieso? Das ist immer so eine blöde... Sie sagt, ich habe was im Auge und ich gucke nur da drauf. Ja, du hast definitiv... Fallobst. Haarsträhne, die da runterkommt. Sie fix. Und sucht euch eine Farbe aus. Ich bin lila. Ich bin grau, nee, ich bin weiß. Ich bin dann mal raus. Was? Die spielen Munchkin? Oh, hab ich noch nie drüber nachgedacht, dass man Munchkin ja auch auf dem Tabletop-Simulator spielen könnte. Wahrscheinlich sagt Munchkin vielen von euch gar nichts mehr, ne? Das war mal der heiße Scheiß damals. Ich habe einen riesigen Munchkin-Koffer voll mit allen möglichen Sets und Editionen und so. Und wir haben das früher wahnsinnig viel gespielt. Und ich habe auch jetzt mir ganz oft schon überlegt, das muss ich eigentlich mal mit Gento und Gorg. Muss ich den mal aufzwingen. Weiß ich nicht, da mit meinem Koffer antraben und so und bla und blub. Aber das wäre vielleicht eine ganz gute. Gibt's das für den Tabletop-Simulator auf Deutsch? Weil das wäre halt geil. Das könnte man wirklich mal machen. Das ist wirklich, wirklich cool. Vor allem ist es halt auch. Auch so ein Spiel, wo man schön sich verbünden und anderen in den Rücken fallen und bla bla bla. Nicht nachdenken, einfach Koffer mitnehmen. Ja, der wiegt aber ungefähr 5 Tonnen. Außerdem, wie gesagt, wenn es auch so hier geht, das ist nun mal heutzutage irgendwie sehr viel einfacher und außerdem auch streambar. Muss ich mal gucken, da muss ich mich mal schlau machen. Ob es das auf Deutsch für den Tabletop Simulator gibt. Ja, mit den ganzen Add-ons ist ein Kartenchaos, ja. Muss doch mal gucken, mit welchen Sets will man da jetzt spielen, weil wenn du wirklich alle nimmst, theoretisch kann man ja sogar andere irgendwie Munchkin-Zombies oder so noch damit reintun und so. Aber so richtig funktioniert es halt nicht, weil die Karten sich ja immer irgendwie, die haben ja so Synergien und beziehen sich dann auf andere Karten. Und wenn das dann
Wenn du dann so einen riesen Berg Karten hast, dann ist es fast unmöglich oder sehr, sehr selten, dass du dann die entsprechenden Karten, die zusammen irgendwas Sinnvolles machen, dann auch zusammen ziehst. Also, nee, das macht nicht so Sinn. Deswegen, Munchkin vielleicht, ich hoffe, wo einfach alle Editionen des normalen Munchkins, wie viel gibt es irgendwie, 10 oder so? Gibt's auf Deutsch, sehr gut. Muss das nur einer haben oder müssen das dann alle haben? Also den Tabletop-Simulator müssen natürlich alle haben. Aber nur der Host muss das Spiel, also das Spiel im Spiel dann sozusagen haben, oder? Aber wozu braucht man da überhaupt so einen komischen Tisch? Man kann es doch ganz normal spielen, mit Karten austeilen, so wie man das auch normal am Tisch machen würde. Ah. Naja, muss ich mich auch mal wieder reinfuchsen. Ist ewig viele Jahre her, dass ich das gespielt habe. Elden Ring Komplettlösung? Ah, das hätte ich noch verstecken sollen. Ja, Mist. Ah, das habt ihr gesehen, ne? Ah, ist das unangenehm. Ja, wir können dann bei den Streams einfach so tun, als hättet ihr das hier nicht gesehen, ne? Die Speedrun-Strats und die Komplettlösung, oder? Das ist ja wirklich doof. Haben da noch mehr lustige Gags versteckt? Gründe, warum Rogue One scheiße ist. User, die ich nicht mag. User, die ich mag. Aha. Ja. Die Dateien habe ich aber nicht auf dem Desktop liegen. Nicht so clever. Sie hat Niklas gesungen. Ich habe Hitler verstanden. Ich dachte, das ist eine ganz alte Kinderserie, aber aus einer ganz anderen Zeit. Ich lösche das Spiel. Ich lösche das Spiel. Ich lösche das Spiel. Er löscht das Spiel. Oh. Okay. Manchmal darf man auch ein bisschen Glück haben. Aber nur manchmal. Nee, er ist heute ganz zärtlich. 7? Ich glaube, so langsam stellt sich der Lerneffekt bei der Katze ein. Au, au, au! Sag mal! Was habe ich gerade nochmal gesagt? Da, Jesus Herz. Krank. Cooles Bild. Will ich auf jeden Fall in meiner Wohnung hängen haben, nicht? Genauso wenig wie diesen Stierkopf. Willkommen auf Twitch TV. Okay, wenn du krass bist, trinkst du jetzt dieses Gurkenwasser. Geil. Mach mal die Pommes, die machen sich nicht von alleine. Etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Ich kann dir vorlesen, was dort steht. Alter! Was habe ich verpasst? Ich kann dir vorlesen, was dort steht. Ich kann dir vorlesen, was alleine. Etwas Neues und Lebendiges zu. Er macht sich gerade die krasse Mühe, das selber zu übersetzen oder was? Und verstehe. Ja, aber das ist ja heutzutage auch zu viel verlangt in Spielen, dass man selber denken muss. Insofern. Ja, schaffen. Ich kann dir vorlesen, was dort steht. Alter. Aber ich würde vorschlagen, dass wir heute jetzt nicht so übermäßig krass überziehen, so, ne, heute vielleicht nur bis... Aber eine coole Mechanik wäre es, wenn es bewusst so ist, dass man das selber entschlüsseln kann und dann irgendwie schneller an irgendwas rankommt oder so, oder halt sich die Übersetzung noch irgendwie erarbeiten kann, besorgen muss, später kriegt oder sowas, ne, so, dass man, dass die Leute, die das nicht so übersetzt, also solche Rätsel nicht so gelöst kriegen, dass die halt trotzdem da irgendwie noch weiterkommen. Aber wenn man da den Gehirnschmalz einsetzt, dass man dann was davon hat. So, aber wenn man direkt sagt,
hier, guck mal, ein Rätsel und guck mal hier, direkt die Lösung dafür. Dann ist halt, schade. So, was überhaupt nicht schade ist, ist der Legionärbär, dem sein Zap. Dankeschön für 18 Monate. Und The Flow, Dankeschön dir für 3 Monate. Zählt noch. 17 Minuten zählt noch. Weil erstens bin ich ziemlich müde. Drittens kann ich nicht bis 2 zählen. One enemy remaining. Diffuse, ich def. Nein! Okay. Dankeschön, Odin 854. Dankeschön für 11 Monate. Ist es peinlich, mit dem Onkel duschen zu gehen? Zeig mal ein Foto von deinem Onkel. Entschuldigung. Oh, Scheiße, du Arschloch. Ja, Imagine Resident Evil. Danke für nichts. Probier's doch noch ein drittes Mal. Bla. Alter, ist der lang. Oh mein Gott, Keanu. Geht's dir gut, Junge? Ich krieg nie Dickpics. Mal lieber Herr Knecht, ich freue mich schon auf die nächste Cutscene, die wir gerade. Yeah, let's go. Aber wir konnten kämpfen. Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Ich bin Aiden. Hey, Junge. Was dafür die Kugel von Manda erschossen wurde? Weißt du, was ich bin Aiden. Du musst, wenn du die Kerle da oben hinmachst, müssen die Haare hängen. Ja. Er ist. Oh nein! Scheiße. Ich bin vorbereitet. Jetzt hab ich. Nein! Ich bin vorbereitet! Ich bin vorbereitet! Da! Das ist jetzt aber inkonsequent, jetzt nicht hier die Nummer mit hängenden Haaren zu machen. Also den extra Step hätte sie noch gehen können. Da bin ich jetzt enttäuscht. Hätte man noch einfach. Sie hätte doch bloß. Ich meine, sie hat das ja vorher aufgenommen. Hätte doch bloß irgendwie 2 Leute gebraucht, die sie jeder an einem Fuß so vor dem Greenscreen so hochhält. Und dann hätte sie eine schöne Aufnahme von sich machen können, wie sie da baumelt. Es gibt leider nur 7 von 10 Punkten. Nee. Nein! Oh Mann! Aber. Also jetzt mal ohne Witz. Nicht, dass sie erstickt oder so. Hallo! Ja, dann. Oh nein! Nein! Katze Warum schläft auf Tastatur. Doch. Katze schläft auf Tastatur. Nee, schläft ja gar nicht. Hat sich nur draufgesetzt. Aber. Warte, wer erstickt? Ach so! Jetzt habe ich das Tier erstmal identifiziert. Hier ist. Also, das ist eine Katze und hier ist eine zweite Katze, die direkt mit dem Kopf in dem Anus der ersten Katze steckt. Okay, ich dachte, das wäre eine sehr lange Katze oder so. Wer weiß. Aber. Also jetzt mal ohne Witz. Nicht, dass sie erstickt oder so. Hallo! Ja, dann. Oh nein! Nein! Ja, das wird eine lustige Zukunft, habe ich mir auch gerade gedacht, als ich dieses ganze Fell da. Also das wird wirklich. Boah! Die werden riesengroß und sehr, sehr haarig. Und man wird sehr viel Spaß und Freude damit haben. Mit den ganzen Katzenhaaren. Genau, eine haarige Zukunft. Warum habe ich kein Bild mehr? Doch, du hast diesen Tanz vorgeführt. Vielleicht musst du tanzen. Das ist ein riesiges Gebiet. Alter, ich liebe diese Physik-Scheiße. Nochmal.
Ist das ein Spieler? Oder ein NPC? Voll gut. Das ist ein riesiges Gebiet. Warte, kann ich hier einfach... Hey, vielleicht kann ich einfach durchsprinten und bin dann safe so. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Fast. So, prinzipiell würde ich das schon gerne machen, dass ich es ein bisschen Nein, nein, not again. Warte, warte. Nein. Stopp. Noch nicht klippen. Ich hab noch eine Chance. Jetzt entspannt euch. Warte, bevor wir jetzt zu diesem spannenden, also es ist ein spannender Cliffhanger. Was ist das denn hier? Lost Ark ist Leben. Wow. Da hat wohl jemand seinen Lebenszweck gefunden. Kategorisiert. Kategorisiert? Oh Gott, ja. Oh Gott, ja, kategorisiert. Oh mein Gott, Maddie. Letzter lebender Verbündeter. Breach, what the what are you doing? Oh mein Gott, Melly. Ja, da konnte sie ja jetzt halt auch nichts dafür, dass der Typ nicht einen Kopf größer war und nicht einen doppelt so großen Kopf hatte. Also das ist ja wohl nicht ihre Schuld. Wird das Spiel noch gruseliger oder bleibt das so? Oder muss ich mich überraschen lassen? Ich wollte gerade was trinken. Danke. Danke. Gut. Grüße gehen raus an meine Familie. Ich habe euch immer geliebt. Ach komm, so schlimm ist das gar nicht. Das ist eine Zitrone. Das ist das hier, die Close-Up-Kotz-Cam. Oh, ne? Eieier! Ja. Oh, krieg ich mehrere? Das wäre so gut. Ja, lauft hintereinander. So, jetzt nochmal. Oh nein, hinter mir ist auch noch einer. Okay, also hier, also man muss schon, also die, also. Warte, wir analysieren nochmal den ersten Wurf. Ernsthaft? Aber wieso guckst du da denn immer mit? Wow, toll. Die ist aber nicht gut geschält. Ist ja noch so viel Weiß dran. Bäh. So ekelhaft. Ekelhaft. Oh Mann, oh. Das ist viel leichter, sowas zu sagen, wenn man es dann nicht auch beweisen muss. Scheiße. Da haben wir aber gleich ein Gespräch dann danach, Fräulein. Das Ding ist, jetzt schon bildet sich in meinem Mund so dieses Gefühl von, oh nein, was Saures. So dieses, es macht nur mein Gehirn, obwohl das noch gar nicht da ist. Komisch. Ich finde, es ist wirklich ein Skandal, wie das hier geschnitten ist. Oh
okay. Es ist deutlich schlimmer, als ich dachte. Oh! Kennt ihr diese Simpsons-Folge? Wo Homer dieses super saure Gummidrops-Ding isst? Oh! Oh! Ekelhaft. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass das so. Oh! Die ist doch genmanipuliert. Ist eine Zitrone. Nee. So reicht jetzt auch. Die ist zu mindestens 99% aufgegessen. Ich muss mal ganz kurz mir die Hände waschen. Da ist hier alles getropft, ist da. Bläh. Bläh. Aua. Aua, brennt auch ein bisschen in der Fresse jetzt. Ah. Ja, das war eine Zitrone. Ah. Ja. Schön. Und jetzt klippt keiner. Nee, natürlich nicht. Das war ja auch nicht, das war ja... Puh. Ich dachte wirklich, Zitrone ist so... Ja, ist sauer, aber das ist halt wirklich... Das ist drüber. Also... Gut. Boah, ist eklig. Achso, oh, ne? Wir waren hier schon weiter. Oh nein, hätte mir es auch noch einer. Wieso wirft er den denn? Ihr seht doch aber. Ach, das. Nee, du hast da voll daneben geworfen hier. Da kann man jetzt wirklich im Spiel keinen Vorwurf. Ich mach dem Spiel ja auch ständig vor. Guck mal, das würde treffen. So, jetzt nochmal. Das würde vermutlich dazwischen gehen. Oh nein. Das? Also. Also, ja, jetzt theoretisch hätte man hier nochmal so ein bisschen, aber in dem Moment ist dann doch, da ist, also, ne. Wieso wirft er den denn? Ihr seht doch aber, ach, das ist doch lächerlich. Hier sind wir Schlafzimmerblick. Ein Geschenk? Ich glaube, das ist ganz normales Balzverhalten in Österreich. Ist sie nicht Österreicherin? Von Michael von Ulrichstein. Lieber Scotty, damit du nicht nochmal während des Streams fast unter dem Schrank verschwindest. Aua! Und zwei Paar Anti-Rutschsocken. Sehr gut. Mama muss. Ah, Scheiße! Penny! Penny! Ungünstig. Penny! Gleich kommt der Hai. Gleich kommt der Hai. Oh nö. Hast gehört, du gut will bei. Das war fünf. I'm going to Swiss Germany. Ah.